Ich sage auf YouTube wieder Moin Moin, vielen Dank fürs Reinschalten zu einer neuen Runde hier vom We Are Football. Wir kriegen gerade wieder ein Transferangebot rein für unseren rechten Außenverteidiger. 20 Jahre jung, ich würde das aber eigentlich nicht machen wollen, weil wir ihn wohl noch brauchen. Oder ist er jetzt verkauft? Ich weiß es nicht. Ja, ärgerlich. Naja, weil wir zu viel Verletzung hatten, ne? Gegen Paderborn, DFB-Pokal, erste Runde. Oh Gott, 4.400 Zuschauer ausverkauft. Nie hatten wir letzte Woche trainiert, da müssen wir diese Woche, wie wär's mal mit Popo? Ja, Popo. Vincius. Also, Finanzen oder was? Muss ich mal gucken, wo das überhaupt alles ist. Wir haben, glaube ich, Tower Garden, haben wir alles verkauft, oder wie? Gegen Rostock haben wir jetzt mal 10% Zuschlag drin, da müssen wir uns anschauen. Voraussetzung Börsengang 26%. Mitgliederzustimmung. Der Wert für des Vereins wird auf 24,6 Millionen geschätzt. Okay, verstehe. Verstehe. Gerd, moin moin. Check in dein Budget, also auch für Spielereinkäufe, Vereinsgelände und Stadt. Das ist interessant, ne? Ist interessant, da habt ihr schon recht. Müsst ihr mir nur noch verraten, wie ich noch die Mitgliederzustimmung besser kriege. Fans. Saisonziel ist 17. Platz. Hier ist die Mitgliederentwicklung. Vereinsmodell muss man selber reinschreiben. Hier. Unterstützungskampagne, Mitgliederzustimmung, ne? Oh, 25%. Kostet aber auch 30.000. Gut, aber so kommen wir ein bisschen näher ran. Das macht schon Sinn, das ist sinnvoll. Und bei den Fans wollte ich noch mal gucken. Da brauchen wir wohl noch mal jemanden. Zu viel Auslastung. Alles weg. Alles gut. Neuer Monat, ne? Spieler schicken. Wir schicken den Ersatzkeeper. Ja, mit dem sind sie nicht zufrieden. Koglin, weil er hatte sich auch gerade verletzt. Mit dem sind sie schon ganz glücklich. Und dann kriegt ihr noch irgendwie unseren neuen Lukas hinterher. Ich glaube, das rechnet sich ja so ein bisschen am Verein. Ne? Wenn der Verein 25 Millionen wert ist und ich 10% verkaufe, dann kriege ich ja vielleicht 2,5 Millionen. Würde ich jetzt schätzen. Hier ist aber ein ordentlicher Schwung im Fanwachstum auf jeden Fall drin. Ne? Sehr gut. Fanclub beschenken kostet ja nichts. Fanclub besuchen ist auch immer gut. Dann müssen wir natürlich noch ein bisschen weiterbilden. Paderborn im DFB-Pokal. Ja, das wäre ja spaßig. Gut. Gehirnerschütterung. Was war denn passiert? Ach Gott, Außenbandanriss. Unser Innenverteidiger hat ein Außenbandanriss. Nervtyp. Und Hartmann, ja, läuft auch nicht so gut. Was wir machen? Jo, gute Nacht, Alex, bis Dienstag, dann im Ladies Project. Ja. Na gut. Sollte ich noch irgendwas gucken, außer vielleicht noch ein bisschen Spielermarkt sondieren, vielleicht für England?
Der Rest ist Trainingswoche, ne? Steckt ihn vor, Trainer zweite Mannschaft neu zu besetzen. Aber auch dafür fehlt uns leider Budget. Das Vereinsbudget ist es echt nicht gut vorhanden mehr. Ich lasse das mal. So, wir haben ein Heimspiel, ne? Am Samstag. Saisonwoche, fertige Woche auswählen. Immer wieder auf Samstag Heimspiel neu 2. Da haben wir individuelle Fähigkeiten, da haben wir Pressing drin. Und wir trainieren dann nochmal wieder ein bisschen kontrollierte Offensive. Haben wir. Defensiv. Abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel. Genau. David mit dem Sub im 13. Monat schon. Danke dir für 13 Monate. Vielen lieben Dank für den Support. Passt schon, ne? Unser Keeper verbessert sich bald wieder. Google war früher im Schulchor und zeigte im Karaoke irgendwas. Sie arbeiten hart und erhalten einen Managerpunkt. Wir sind auch fast wieder ein Level rauf, ne? Gute Besserung. Und gute Besserung. Ich rede immer nur gute Besserung. Wohl wahrscheinlich auch müssten wir auch mal andere Gespräche führen. Ja, der Vertrag ist verlängert. Oh, das ist jetzt hier eine Transferanfrage. Ja, den würde ich verkaufen. Das ist ein Torwart. 20 Jahre jung, zwar 3-3, hilft uns ja nicht mehr richtig weiter, ne? Ablöseangebot 240.000, Marktwert ist 390.000. Ich vereinbare einen Termin, ne? Gerne. Also ich wäre erfreut, wenn wir einen Spieler verkaufen konnten. Und wenn uns das nur das Budget erhöht, später für die Winterpause, wo wir dann noch besser zuschlagen können, um in der Rückrunde nochmal aufzufrischen. Paderborn. 89er Stärke, Leute. Boah. Das haut rein. Ich spiele aber trotzdem meine Wunschgeschichte hier. Kontrollierte Offensive. Hat gegen Duisburg ja auch funktioniert. Und wir haben mittlerweile wieder ein paar Leute, die zurückkommen. Ne? Also, er geht raus. Popo kommt für Empen rein. Eindeutig. Das verbessert uns im Team zumindest auf eine 47er. Die beiden sind noch verletzt. Und den Wolf würde ich eigentlich auch... Wo ist er denn? Aber schon raus, ne? Aber er ist ja immer noch besser als er hier. Wir müssen mal ein bisschen ausruhen, wenn ich da so sehe, dass einige hier schon vor Spielbeginn auf gelber Zustand sind, gefällt mir nicht gut. Ist ein bisschen besser so, ne? Obwohl er natürlich auch vielleicht Innenverteidiger noch lernen könnte. Hat der andere schon mal Innenverteidiger gelernt? Nö. Der ist ein ausschließlicher Raff. Popo dürfte spielen, ja. Der ist 19, aber 3,2. Also linkes Mittelfeld sind wir immer noch nicht so richtig gut besetzt, das muss man sagen. Den hatten wir auf rechtes Mittelfeld auch trainiert. Damit er den Idlo abwechseln kann oder ablösen kann. Weil Idlo war auch immer schnell kaputt und auch schon 29. Kontrollierte Offensive. Das geht bestimmt nicht gut, aber egal.
34 Millionen Marktwert, ne? Was für eine Abwehr haben die denn da? Eine 5er Abwehr? Krass. Und ein 8er und ein 9er Stürmer. Boah. Ja, gut. War schön im DFB-Pokal gewesen zu sein. Ein bisschen Geld kriegen wir ja. Das ist ein Bonusspiel. Also, das ist. Obwohl, eure Eltern werden heute stolz auf. Aber das nimmt echt viel Punkte weg. Und ich glaube nicht, dass was bringt, ne? Unser wichtigstes Spiel des Jahres. Wenn wir gewinnen, bekommt ihr einen trainingsfreien Tag. Das ist zu viel. So machen wir das. Bei Meier viel Glück. Das wird heute dein Tag. Und Frischke, heute hoffentlich bist du hoffentlich unüberwindbar. Ja, was soll's. Wir versuchen unser Glück. Ecke für Paderborn. Neuner Stürmer, ne? Das ist eine andere Liga, Leute. Bruno Alves. Mamba. Popo. Wo war's? Auch nochmal Glück gehabt. Aber wir werden vorgeführt, ne? Wir können froh sein, dass es nur. Ja, sage ich mal lieber nichts, ne? Dass wir bisher nur zwei Tore hinten liegen. Auf anderen Plätzen führt teilweise Frankfurt schon 5-1 und so weiter und so fort. Also Freiburg führt 5-2. Na komm, wir sind, ne? Freistoß, aber wir haben noch nicht eine richtige Chance gehabt. Und sehr, sehr übertrieben viele Freistöße irgendwie, ne? Boah. Gut, wir hätten uns auch nicht beschweren können, wenn es schon höher ausgegangen wäre, aber war schon. Wir spielen erstmal so weiter. Ich hätte noch eine extra Halbzeitansprache machen sollen, ne? Das war blöd. Unser Nil! Hat auch beim letzten Mal die Geschichte hier, ne? Ah, nee, nicht schon wieder Alves mit einer Ecke. Ah, die Entscheidung. Kam kurz mal Hoffnung auf. Und dann haut er da rein. So, Lukas wieder rein. Und auf der anderen Seite der Jungspund. Wir sind, also das ist jetzt noch ein bisschen Erfahrung für die Spieler. Zwei Wechsel haben wir noch. Yildirim wieder rein. Wohl Kramer. Aha. Also wie viele Ecken die haben, unglaublich. Also früher, als ich noch jünger war, ich sag mal vielleicht Alter 14, 15, hätte ich jetzt auch das Spiel, glaube ich, gespeichert und so lange versucht, bis ich einmal gewinne, um eine Runde DFB-Pokal weiterzukommen. Ja. Heute mache ich das nicht mehr. Ist dann so, es wird gelaufen, wir sind raus, ist schade, aber man kann ja auch nicht, wenn man, ne, was ist so, was soll's. Siegprämie hätte ich noch machen können, ja, das stimmt. Hätte aber auch nichts mehr geändert, ne. Dürfen noch zweimal wechseln, also Yildirim kommt noch mal rein.
Popo. Geil. Schöner Freistoß. Nicht noch ein 6-1. 5-5-1 ist schon hart. Und mit dem Eigentor beenden wir das Spiel. Gut, Freiburg hat 11 Tore geschossen gegen Kickers Offenbach. Borussia Dortmund gewinnt 4-1 gegen Lübeck. Naja, was sagen Sie dazu? Ach, ich will nicht immer diese Dinger hier. Es kostet mich doch jedes Mal nur Minus. Leistung Mannschaft. Irgendso. Wenn ich schlecht bin, ist es auch kacke. Irgendso, ja. Planen Sie noch Verstärkung ein? Spieler. Ja. Mannschaftsteil, keine mehr, Kader gehen in die Vollen, das ist auch nur noch, ach man, Leistung des Gegners, Glückwünsche. Ja komm ey. Sie haben in diesem Wettbewerb insgesamt 176.000 eingenommen, jo. Ein Gegner gegen so einen solch übermächtigen Gegner ist aber auch keine Schande. Aber schade, ne, leider schade, DFB-Pokal AD, tschüss. Herzliches Beileid, neuer Rekord, höchste Saisonniederlage oder höchste Heimniederlage durch Paderborn. Naja. Neue Stürmer? Ach, Hieldrim. Ja genau, ja, Hieldrim. Du hast ja, bist ja auch als Stürmer gedacht. Wohl deutlich schlechter in der Stärke, ne? Das sind schon Welten. So, den können wir verkaufen. Das machen wir in der nächsten Folge aus YouTube-Sicht. Das geht am Wochenende los. Ne? Samstag sind wir wieder da, hier mit We Are Football. Bis dann, vielen Dank und tschüss.